schönen guten Morgen und willkommen aus dem Europäischen Parlament hier am französischen Amtssitz in Straßburg. Meine Damen und Herren, der Nahe Osten dominiert weiterhin die Schlagzeilen, insbesondere der Krieg in Gaza. Und Europa ringt in diesen Tagen hin und wieder doch sehr deutlich um gemeinsame Positionen. Man konnte das letzte Woche beobachten beim Europäischen Rat der Außenminister. Wie aber bewertet das Europäische Parlament die aktuelle Situation? Das steht heute zur Debatte, nicht nur im Plenum, sondern auch hier bei Phoenix. Wir wollen das besprechen mit diesen Gästen. Ich freue mich sehr, dass Nicolas Baer von Renew oder FDP in Deutschland, die Partei, zu uns gekommen ist. Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments und Mitglied der Delegation für die Beziehungen zu Israel. Guten Morgen. Und ich freue mich auch sehr, dass Martina Michels von der linken Fraktion zu uns gekommen ist, die ebenfalls Mitglied ist in dieser Delegation, Israel-Delegation und die Beziehung zu diesem Land zwischen der EU. Meine Damen, wir wollen beginnen mit einem Befund. 6 Wochen nach dem 7. Oktober, nach den Angriffen der Hamas auf Israel. Wo stehen wir? Sind wir in einer Sackgasse oder stehen wir jetzt gerade in diesen Stunden an einem Wendepunkt, Frau Baer? Ich glaube, dass es ein Wendepunkt werden kann, wenn tatsächlich das passiert, was sich jetzt andeutet, dass wir einen Austausch bekommen, dass Geiseln freikommen. Mhm. Die Terroristen der Hamas haben ja 240 Geiseln entführt, brutalst andere ermordet. Aber natürlich muss jetzt dieser Anfangspunkt sein, dass diese Geiseln freikommen. Es scheint jetzt so zu sein, dass es einen Austausch gibt, auch gegen das Schweigen der Waffen erst einmal. Also, dass wir auch Ruhe hineinbekommen in den Gazastreifen, dass noch mal ganz anders humanitäre Hilfe möglich ist und gegen das Freilassen von verurteilten Palästinensern aus israelischen Gefängnissen. Ich glaube, es ist ein guter Anfangspunkt, insbesondere weil er sich auch abzeichnet, dass es quasi eine Verlängerung geben kann der Waffenpause hin zu noch mehr Geiselbefreiung. Ja. Und ich hoffe sehr, dass diese Geiseln wirklich sehr schnell zu ihren Familien zurückkehren können und dass auch die Zeit, die das jetzt noch braucht, die Versorgung über das Rote Kreuz gewährleistet ist, damit sie medizinische Hilfe bekommen. Mhm. Die Chefin des Internationalen Roten Kreuzes hatte sich ja mit Herrn Hania getroffen, dem Chef von Hamas. Das ist durchaus nicht ganz ohne so ein Treffen. Frau Michels, Frau Baer sagt, das kann zu einem Wendepunkt werden. Es ist ja nicht nur ein Krieg mit Waffen, es ist auch ein Nervenkrieg geworden, insbesondere für die Angehörigen der Geiseln. Wie bewerten Sie sozusagen an diesem Stand heute, Mittwochmorgen, 22. November, den Status, wo wir jetzt stehen? Ich glaube, es ist ein sehr, sehr wichtiger erster Schritt. Mhm. Wir haben immer gesagt, die Freilassung der Geiseln ist eine Schlüsselrolle zur Lösung des Konflikts. Es kann aber nur zu einem Wendepunkt werden, wenn man sozusagen die nächsten Schritte auch noch mit bedenkt. Was heißt das denn für die Zukunft einer Friedenslösung? Da braucht es, glaube ich, noch ein bisschen mehr als die Sicht auf militärische Ziele und auf die Frage, wie soll denn das Israel, das Palästinenser-Problem nach einer möglichen Beendigung des Krieges aussehen. Ja. Und da ist ja natürlich nicht nur die, kann die Hamas nicht der Vertragspartner sein, sondern da muss schon auch seitens aller Beteiligten ein paar mehr Schritte getan werden, um wirklich am Ende eine tragfähige Lösung zu haben. Der Weg bis dahin wird noch länger sein. Wir kommen zum Ende des Gesprächs tatsächlich auf die zeitliche Achse noch einmal zurück. Frau Baer, da Sie auch gerade schon mal das Humanitäre und tatsächlich ja auch die Situation noch von Verletzten angesprochen haben, sehr viele Schlagzeilen machte Gaza mit dem Al-Shifa-Krankenhaus. Die WHO hat einige Experten reingeschickt übers Wochenende. Danach war wörtliches Zitat von Todeszone die Rede. Das bringt uns noch mal zurück zu diesem Dilemma, das es gibt im Krieg. Ich jage die Hamas, aber gleichzeitig bringe ich Zivilisten in Gefahr. Ist das irgendwann auflösbar?
Das ist eine humanitäre Katastrophe, völlig richtig. Das ist ein Dilemma. Nur wir sollten nicht aus dem Blick verlieren, dass der Auslöser dieses Leides, des Leides der Bevölkerung, auch der zivilen Opfer, dass das der barbarische Terrorangriff der Hamas war, die ja jetzt auch weiterhin es in der Hand hätte, diesen Terror zu beenden, das Leid zu beenden. Aber sie schießt weiter Raketen, sie greift weiter an, sie hat weiter, jetzt müssen wir schauen, wie sich das entwickelt, Geiseln in ihrer Hand. Sie hätte es in der Hand, die Waffen schweigen zu lassen, alle Geiseln zu befreien und mit Verlaub damit eben auch die eigene Bevölkerung aus dieser Geiselhaft zu entlassen. Denn sie versteckt sich hinter diesen menschlichen Schutzschilden. Und das ist wirklich barbarisch, auch der eigenen Bevölkerung gegenüber. Ja. Deswegen noch einmal, ich bin völlig bei der Kollegin Michels, es braucht noch mehr. Die Freilassung der Geiseln ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Aber wir müssen diesen Terror beenden, ein Terror, unter dem nicht nur Israelis, sondern auch unschuldige zivilistische Palästinenser leiden. Das bringt uns auch noch mal ein bisschen zur Rolle der Israelis. Es hat ja durchaus schon vor den Angriffen vom 7. Oktober massive Kritik an der nicht unumstrittenen Regierung Netanjahu gegeben, insbesondere in seiner Koalitionskonstellation, aber eben auch jetzt mit dem Management sozusagen dieser absoluten Krise, dieses Desasters. Und es gibt insbesondere von den Angehörigen der Geiseln, die haben einen sehr medienintensiven Marsch auch auf das Wohnhaus und von Netanjahu veranstaltet. Es gibt sehr viele Rücktrittsforderungen jetzt an ihn. Was hat er falsch, was hat er richtig gemacht in dieser Krise jetzt? Ich glaube, man darf nicht verwechseln, dass die Frage der Israelis und das Recht der Israelis, das Existenzrecht auf einen eigenen Staat, was völlig außer Frage steht, aber immer begleitet wurde durch eine Netanjahu-Regierung, die leider sehr viel in der Vergangenheit dafür getan hat, die Besatzungspolitik, die Siedlung mit der Siedlungspolitik, das Recht auch der Palästinenser auf Selbstbestimmung und einen eigenen Staat zu unterminieren. Das haben wir gemeinsam ja auch immer kritisch begleitet, auch in unserem Ausschuss. Ich hätte mir da auch gewünscht, dass die Europäische Union ein bisschen stärker agiert, als einfach nur zuzuschauen. Und insofern muss man schon sagen, dass das Agieren der Netanjahu-Regierung, was ich in keiner Weise gleichsetzen möchte mit der israelischen Bevölkerung, ein Stück weit unzureichend in der Konfliktlösung ist, auf die Palästinenser zuzugehen und ihnen sozusagen das gleiche Recht einzuräumen wie auch Israelis. Sie waren und sie sind Bürger zweiter Klasse. Frau Beer völlig recht, rechtfertigt in keiner Weise eine Verharmlosung oder Relativierung des Ausgangspunktes dieses terroristischen Überfalls. Ja, und wenn ich jetzt, Frau Michels, das Stichwort zugehen auf die Palästinenser nehme, dann bringt uns das in diese etwas unkomfortable Situation, dass als Kopf der Palästinenser nach wie vor ein Präsident Mahmoud Abbas steht, der mit antisemitischen Äußerungen bereits seit seiner Dissertation aufgefallen ist, 88 Jahre alt. Im Grunde genommen, die letzten Wahlen haben 2005 stabil stattgefunden, nicht mehr wirklich legitimiert. Also das bringt uns in eine Schweigesituation, oder? Das bringt uns genau in das Problem, dass es eigentlich keine Ansprechpartner, keine legitimierten und vor allem auch von der Bevölkerung getragenen Ansprechpartner auf der palästinensischen Seite gibt. Die palästinensische Autonomiebehörde hat ja unmittelbar, nachdem die Israelis sich vor etlichen Jahren zurückgezogen haben aus dem Gazastreifen, der Gazastreifen ist ja nicht mehr besetzt, dort auch die Oberhand verloren. Die Hamas ist da in dieses Vakuum vorgestoßen, führt seitdem dort das Regime, aber selbst im Westjordanland, ich war jetzt erst im Frühjahr mehrere Tage dort, hat man gesehen, dass Hamas, dass seine palästinensische Autonomiebehörde, die Minister dort nicht mehr die Unterstützung der zivilen Bevölkerung hat. Also von daher wird es jetzt, glaube ich, davon abhängen, dass wir auf beiden Seiten, auf der palästinensischen Seite und auf der Seite der Israelis, wirklich Führungspersönlichkeiten haben, die es schaffen, wenn dann erst einmal die Waffen wirklich schweigen,
diese fürchterlichen Gräben zu überwinden. Persönlichkeiten, die sicherlich selbst auch Verluste erlitten haben im engsten Familien- und Freundeskreis, aber wirklich quasi über die eigenen Machtinteressen hinauszukommen und zu sagen, können wir in eine Zukunft Seite an Seite blicken? Wir haben das in Europa geschafft nach dem Zweiten Weltkrieg. Da hat es Persönlichkeiten wie Robert Schumann gebraucht. Da haben wir Persönlichkeiten wie Simone Weil, die erste direkt hier des direkt gewählten Parlaments, die erste Präsidentin dieses Europaparlaments 79 war. Das braucht unheimlich viel Kraft, trotz dieser eigenen persönlichen Schicksalsschläge das zu machen. Aber ich glaube, das muss wirklich nah dann zusammenkommen, wenn wir über diese kurzfristigen Schritte hinaus Sicherheit für beide Völker garantieren wollen. Wir sind im Moment noch in der Phase dieser kurzfristigen Schritte. Und auch da braucht es für die, die sozusagen die Dinge in die Hand nehmen, Akzeptanz. Hinter den Kulissen haben verhandelt Katar und USA. Insbesondere die Israelis haben ja offenbar diesem ersten Deal jetzt nur zugestimmt, das Kabinett. Viele fragen sich, weil von den Europäern und ihrer Wiederaufbauleistung gerade die Rede war, viele fragen sich natürlich, wo sind die Europäer in diesem ganzen Konflikt? Der Außenbeauftragte, Herr Borrell, ist am Wochenende unterwegs gewesen. Er hat auch die Vertreter der palästinensischen Autonomiebehörde getroffen. Aber die Frage ist, welche Substanz hat das, was er dort erreichen konnte? Das ist richtig. Ich glaube, dass die Europäische Union in der Vergangenheit in diesem Konflikt zwar eine progressive Rolle gespielt hat. Wir haben immer das Recht der Palästinenser auf eine Zwei-Staaten-Lösung betont. Die Europäische Union ist der größte Geldgeber für die Unterstützung der Palästinenserinnen und Palästinenser. Aber es bedarf trotzdem, glaube ich, noch viel mehr Unterstützung auch von außen. Die Rolle der USA, um die Nachbarländer, da existiert ja die Achse des Widerstandes durch den Iran, das muss blockiert werden. Und das kann man, glaube ich, auch nicht nur den beiden jetzigen Akteuren auf der einen Seite Israel, auf der anderen Seite die palästinensische Autonomiebehörde, die anerkanntermaßen leider sehr schwach ist, denen überlassen, sondern es braucht, glaube ich, ein globaleres Herangehen, um auch letztendlich eine Zwei-Staaten-Lösung, wie auch immer die aussehen mag, aber ein legitimes Recht der Palästinenserinnen und Palästinenser auf ein selbstbestimmtes Leben garantiert. Ja. Da hoffe ich, dass inzwischen oder dass in der Zukunft doch noch eine etwas aktivere Rolle der Europäischen Union an den Tag gelegt wird. Danke, Frau Michels. Frau Michels hat es erwähnt, Frau Beer. Die Europäer haben gestern gerade noch mal die Europäische Kommission in persona festgestellt, dass die Europäer der größte finanzielle Geldgeber sind, der größte Donor. Es gibt eine Zahl noch mal im Raum. 2021 bis 2024 sollen 1,2 Milliarden Euro fließen, also größter Unterstützer. Es hat gleich nach den Angriffen vom 7. Oktober so eine Art Review gegeben, wo man noch mal geschaut hat, geht das alles richtig hin? Man hat gestern bekannt gemacht, dass so im Großen und Ganzen hat man keinen Missbrauch erkennen können. Aber die Untersuchung würde weitergehen. Es seien noch Anfragen im Raum, zwei konkrete Fälle, wo man noch ein bisschen genauer nachhakt. Wo müsste man nachschärfen? Denn das ist auch eine große Frage, die sich auch alle Nationen, die Palästina unterstützen und die Palästinenser stellen müssen. Fließt das Geld in die richtigen Hände? Ja, das ist völlig richtig. Wir müssen absolut verhindern, dass Geld in Hassförderung, Antisemitismus, in das weitere Aufstacheln von Gewalt oder gar direkt in Terror fließt. Das ist zum Teil vor Ort auch wirklich sehr schwierig, weil jetzt sind ja die regulären Hilfen untersucht werden, die humanitären Hilfen sind noch nicht untersucht werden. Was wollen Sie machen, wenn Terroristen in einem Krankenhaus sind und dann medizinisches Gerät oder Material, wenn sie auch Antriebsstoffe und anderes oder Krankenwagen letztendlich sich einfach unter den Nagel reißen? Also das ist wirklich eine schwierige Situation. Trotzdem sind wir das auch unseren Steuerzahlern schuldig, auch weil wir die Situation ja nicht noch in die falsche Richtung anheizen wollen vor Ort. Also ich glaube, da müssen wir alle miteinander noch mal stärker reingehen an dieser Stelle, um das auch sicherzustellen, weil ich noch zu viel sehe, dass wirklich noch der Hass
diese Erzfeindschaft in die nächste Generation gegeben wird. Nicht anders kann man das erleben, gerade wenn so junge Menschen völlig frustriert jetzt eben da ihren Ausweg suchen. Wir müssen Alternativen aufbauen. Das geht nur über Bildung. Aber dann müssen wir eben auch sicher sein, dass die Schulbücher eben nicht antisemitische Inhalte haben, dass auch die Lehrkräfte nicht dann letztendlich was anderes im Klassenraum machen. Und das halte ich momentan noch nicht für 100% gewährleistet. Und wie stark Antisemitismus auf Europas Straßen auch einen Widerhall gefunden hat, haben wir alle im Nachgang des 7. Oktober in verschiedenen europäischen Hauptstädten durchaus erlebt. Vielleicht noch sozusagen unsere Schlusskurve ganz kurz, also Perspektive. US-Präsident Joe Biden hatte einen Namensartikel am Wochenende in der Washington Post, hat da sozusagen auch noch mal Gedankenspiele für die Zukunft gebracht. Noch einmal das Zusammenführen sozusagen Autoritäten, Westjordanland und Gaza. Das sind natürlich auch Dinge, die nur funktionieren könnten, wenn es irgendeine Form von Schutzmacht und militärische Absicherung geben kann? Oder wie würden Sie es betrachten, Frau Michels? Ja, ich glaube, eine wirkliche Zukunft wird es nur geben, wenn die alle Beteiligten, und zwar auf globaler Ebene, eine Lösung finden, die einerseits Israel eine Sicherheitsgarantie bieten. Man darf ja nicht vergessen, es wird leider immer wieder außer Acht gelassen von einigen, dass die Hamas in ihrer Zielstellung die Tilgung, die Vernichtung von Israel hat. Ja. Und insofern kann eine Lösung nur sein, erster Ausgangspunkt, die Sicherheitsgarantien für Israel zu gewährleisten und auf der anderen Seite aber ein Bündnis zu schaffen mit den Nachbarstaaten, um, wie gesagt, auch die Rolle des Iran einzudämmen, die ja bekanntlich auch die Hamas aktiv unterstützt, wo man sagt, gemeinsam mit den Ländern, die das Abraham-Abkommen unterzeichnet haben oder auch noch unterzeichnen werden. Ich glaube, das beides muss zusammenspielen. Okay, ein kurzer Schlusssatz noch von Nicola Beer, bevor wir gleich reingeben in die Debatte. Ich glaube, da sind auch wirklich schon die ersten Schritte gegangen worden. Wir sehen, dass die Nachbarländer sehr vorsichtig agieren. Ägypten hat jetzt eine große Rolle gespielt, auch wiederum im Zusammenhang mit den Geiseln neben Katar. Ich glaube, da sind die ersten Steine gesetzt. Wir müssen jetzt schauen, dass wir alle Geiseln befreien, dass wir den Terror verenden. Und dann wird anschließend werden die nächsten Schritte gegangen werden können. Ich persönlich wünsche mir da auch noch mehr Engagement der Europäischen Union. Ich glaube, wir könnten ein ehrlicher Makler sein. Vielen Dank für Ihre Positionen hier heute Morgen. Nicola Beer war das und Martina Michels hier im Phoenix Europa Talk. Meine Damen und Herren, das ist der Phoenix Europa Talk. Dann geben wir rein in die Debatte.